Das heißt, alles wird zu Screen. Wir müssen dann überlegen, was genau passiert da, was kann automatisiert werden. Ne? Anticipation. Ja, es gibt die ersten Technologien basierend auf künstlicher Intelligenz, KI, Artificial Intelligence, die bis vor eigentlich ein paar Wochen im Voraus sagen können, was der Kunde eigentlich will und wie viel er kaufen wird. Ja? Weil die Daten jetzt endlich da sind. Robotization. Alles, was Software werden kann, wird Software. Musik, Film, Bücher, Fernsehen, Banking, Versicherung, Government. Das heißt, das sind eine große Überwälzungen, wo wir darüber nachdenken müssen, was bedeutet das? Ganz sicherlich eine sogenannte Hard Future, also eine ganz bestimmte Zukunft, ist Marketing Automation. Wovor wir früher 500 Leute gebraucht haben für die Analyse und das Bestimmen einer Marketingkampagne, haben wir heute 2 Leute und eine smarte Software. Da werden wir natürlich sagen, okay, das ist eigentlich nicht so gut, was machen wir da mit den Leuten? Aber die Tatsache ist im Endeffekt, unsere eigene Arbeit wird mehr auf die rechte Gehirnseite shiften, also kreativ, intuitiv, Storytelling, Design und so weiter. Der Rest, Technologie, ich zeige gerade ein paar Beispiele dazu. Sie kennen vielleicht, wenn Sie Handynutzer, eingefleischte iPhone-User sind oder so, kennen Sie diese Produkte Siri, Google Now, Cortana, Echo, es gibt mittlerweile 30 von denen. Sogenannte Digital Assistants. Ich nenne die Intelligent Digital Assistants, IDA. Ja. Jeder von Ihnen kann das ausprobieren bei Siri oder Cortana. Mittlerweile ist das System so gut, ja, dass Sie fragen können, welche Termine muss ich ändern, weil es mit meinem Plan nicht mehr passt oder mit dem Verkehr. Ja. Ich habe ein paar Beispiele dazu. Das ist ganz klar auch ein großes Potenzial für Marketing, wo diese Maschine 500 Millionen von Fakten zusammensuchen kann und mir etwas vorschlagen kann. Das wird erst durch Quantum Computing und Deep Cognitive Learning in der Zukunft möglich werden. Die Idee, dass quasi eine Software in der Wolke sitzt und mein Marketingversuche analysiert und das alles real-time zusammenführt, menschlich gesehen können wir das gar nicht. Wir können auf keinen Fall mithalten mit smarter Software und Maschinen, die hundert von Millionen von Daten zusammenbringen. Die sind natürlich nicht kreativ, ja, die sind algorithmisch. Ja, aber die Kombination von Mensch und Maschine wird nach wie vor meines Erachtens unschlagbar bleiben. Diese Firma ist ein Investment von Mark Zuckerberg, der uns den großen Segen von Facebook gebracht hat. Dort hat er $180 Millionen investiert. Und das ist die Headline der Firma: We're building software that thinks and learns like a human. Sie meinen, das ist Science Fiction. Wenn Sie jetzt noch 3 Jahre abwarten, dann werden wir sehen, wie viele von unserer Arbeit von diesen Softwareagenten gemacht wird. De facto, wenn Sie Google Maps benutzen oder Google News oder Apple News, haben Sie auch schon einen Teil Ihres Denkens und Suchens geoutsourced, ja, zu diesen intelligenten digitalen Assistenten. Wenn jemand von Google im Publikum ist, dann ganz interessant zu sehen, was da passiert ist. Das hat Sergej gesagt vor 6 Jahren, glaube ich, ja. We want Google to be the third half of your brain. Ja. Heute würde Google sagen, we want Google to be your brain. Ja. Das ist nicht übertrieben. Ja. Denn Google will tatsächlich weggehen von Suchen zu künstlicher Intelligenz. In 5 Jahren ist Search, wie wir es kennen, vielleicht sogar schon in 3 tot. Weil wer würde hingehen und da in diese kleine Box eintippen, bestes Sushi in Zürich, ja? Die Maschine weiß bereits, wo ich bin, wer ich bin, was ich mag, wer auch schon da war, was die Ratings sind, wie viel Geld ich ausgeben will. Und das weiß sie bereits. Genau das ist, was Google machen will. Was passiert dann mit ihrer tollen Keynote-Werbung und Search Engine Optimization? Das ist tot in 5 Jahren oder in 3 Jahren und ist mobil. Auf dem Mobil werden wir nicht diese Interruptions wollen. Und wie dann Larry Page im Jahr 2000 gesagt hat, das ist 15 Jahre her, muss man sich vorstellen. Artificial Intelligence would be the ultimate version of Google. It would understand exactly what you wanted and it would give you the right thing. Ich würde hinzufügen, and it can actually be you. Das ist natürlich der Battleplan für die ganzen großen Social Netzwerke. Ja? Wir haben eine digitale Kopie, die in der Wolke lebt, die kann sogar für uns einkaufen. Tut sie auch jetzt schon, aber ist noch ein bisschen primitiv. Das habe ich jetzt so zusammengeschnitten, das hat er da nicht gesagt, aber vielleicht denkt Erik Schmidt das ja auch. Wir wissen ja schon, was ihr kaufen wollt, bevor ihr selber wisst. Das ist die Zukunft von E-Commerce, Marketing, Werbung, vielleicht auch Branding sogar.
Google weiß mehr über mich als meine Frau, ja, jetzt schon. Ob das gut oder schlecht ist, das wollte ich in den Raum stellen. Also für mich persönlich ist das schlecht, deswegen logge ich mich aus, wenn ich jetzt nach Google suche. Ja. Ja, das wird auch ein bisschen creepy langsam. Aber Google war auch früher mal einer meiner Klienten. Ich muss sagen, war. Vielleicht liegt das daran, dass ich das zu oft erwähne. Aber ich denke, die Zukunft von Search ist KI, künstliche Intelligenz. Voice Control und Intelligent Assistance.